Jetzt sitze ich im Medi drin. Deine Reifen sind im Boden. Ist das gut? Ich glaube nicht. Ich habe ganz vergessen, wie ich den Heli starte. Bisschen peinlich. Da ist eine Flugbatterie, Ich gehe runter, Nicht entdecken, Nein. Fuck. Tja, es gibt schließlich noch andere Helis da draußen, oder? Scheiße. Bereit, Feuer frei. Scheiße. Und einer fliegt. lieber Engländer als Nazis auf jeden Fall. Ich wusste es. Dafür konnte ich ja nichts. Gott, die schalte ich echt mal aus hier. Ja, ich glaube, das wird richtig anstrengend, die Base auszuschalten. Das wird, glaube ich, echt richtig anstrengend. Ich versuch's. Hat die Rebellen um Ablenkung gebeten. Hat die Rebellen angerufen, wegen Verstärkung. Okay. Das hier wird jetzt hier richtig heftig. Glaube ich. Das wird wieder mal eine Stunde und noch länger dauern. Aber egal. Also ich glaube, das ist eine der größten Unidad-Basen, die es in Ghost Recon gibt, vermute ich. Da ist ein Luftabwehrsystem. Markiere Feind. Ich sehe ein zweites Ziel. Noch ein dritter. Luftabwehrsystem? Da. Alter, wie viele sind denn hier? Hier ist ein Generator. Sollen wir mal den Strom abstellen? Eine Mega-Idee tatsächlich. Da greifen die Rebellen an. Alles okay. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Okay, da ist das. Habt ihr es gesehen? Da war ein Kampfheli. Jungs, wenn ich bis dahin komme. Also wenn ich die Batterien ausschalte und dann irgendwie einen Heli hole, dann wird das wild, sage ich euch. Ich gehe MC spielen und schaue nebenbei den Stream. Viel Spaß und danke. Danke. Und fast nach hinten losgehen, okay. Ich bin mir sicher, ich guck mal, dass ich jetzt hier so einen Großteil markiere am besten. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend. Ich hol die Rebellen, damit sie sie ablenken. Gut. Roger, ich gehe in Position. Lass mich in Position gehen. Brauche neue Position. Sekunde, ich sehe das Position. Ziel. Gut. Ziel markiert. Bereit für den Angriff. Ich nehme die Penner unter Feuer. Hat nicht so geklappt, egal. Ich habe mal 2 Jahre lang Religion, Geschichte studiert. Was ist los mit dir, Paul? Du bist ein Multitalent. Du bist ein Multiheftig. Oh Scheiße, ich habe auf halb gestellt. Upsi. War ja nicht geplant. Granate kommt, komm mierda, culeros. Das wird wild, Leute. Das wird richtig wild hier. Ich steig dann direkt in den Buzzard rein. Dann mache ich alle lang. Ich sag mal keinen Namen. So, nochmal. Diese Seite ist sauber. Roger, in Bewegung. Okay. Und da kommt ein feindlicher Heli. Alter, ich brauch so viele Granaten, ne? Die sind alarmiert. Granate kommt. Komme mierda, culeros. Alter, wie viel Zeug hier steht. Hier stehen so viele heftige Flugzeuge. Ja. Roger, Ziel erfasst. Eröffne Feuer. Gut. Umgelegt. Seid ihr okay? Ich guck erstmal kurz etwas nicht so in den Chat, weil wenn ich jetzt hier gleich reingehe, wird es glaube ich sehr heftig. Ah Scheiße, ist noch gestört hier. Ich will noch nirgendwo mit losfliegen.
Ich habe das Gefühl, es geht nach hinten los. Wobei, warte mal, dann kann ich gucken, ob hier noch... Nee, es ergibt, glaube ich, keinen Sinn, dann damit zu gucken, ob hier dann, ob hier noch ein, ob hier ein, noch eine Luftabwehrstation ist. Doch, ich glaube, ich mache das sogar. Heli, runter, runter. Wir haben den Heli. Ich glaube, ich steige ein und gucke, ob ich hier noch eine Luftabwehrstation sehe. Die Paar-Trilogie ist echt zu empfehlen. Wo die Kinder Horror... Oh Gott, Horror Games. Habe Horror Games gelesen und dadurch habe ich viel Angst bekommen. Ah, Jung. So. Ich fliege hier mal rüber und gucke, ob hier noch eine Abwehrstation ist. Das ist nicht gut, Jungs. Das ist nicht gut. Ich bin mitten in der Feindesbase. Das ist echt ganz und gar nicht gut gelaufen. Entdeckung, verdammt. Scheiße. Scheiße, das war absolut... Da konnte ich nichts machen. Ich bin ja mitten in die Feindesbase geraten. Ich bin ja mitten nur drin abgestürzt. Ich hätte höher fliegen sollen. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Egal. Ich werde hochgeholt. Gibt auch als Hörbuch. Oh Gott, Hörbücher. Ich muss nachladen. Hier ist das Ding. Granate kommt, komme Mierda Culeros. Ich bin mir sicher, ich glaube, ich bin hier nicht sicher. Scheiße. Ich muss hier in der Entdeckung, ich glaube, hier bin ich vorerst sicher. Ich hole nochmal eine Verstärkung und eine Aufklärung. Die Rebellen schicken ein Aufklärungskommando. Ich habe keine Granaten mehr, scheiße. Das Fliegen muss man die echt anderen überlassen. Würde ich ja lieben gerne. Warte kurz. Mann, hier. Okay, Feuer läuft aus Kette. Mit Ablenkung. Meine Dudes sind verletzt. Scharfschütze, Luste, reißt euch zusammen. Ich versuche sie hochzuholen. Leutnant markiert. So, ich gebe mein Bestes. Ja. Digga, was hier los? Sekunde. Entschuldigung, dass ich gar nicht im Chat gucken kann. Ich denke, ihr versteht, dass das gerade ungünstig ist. Scheiße. Dude, du kriegst das hin. Du musst das hinkriegen. Okay, all meine Rebellen sind tot. Ich glaube, diese Basis kriege ich nicht so einfach. Die ist, glaube ich, echt ein richtig, richtig dickes Ding. Am PC sind 5 Euro im Angebot. Ein Nachfolger auch im super Angebot. Wilde Sache hier, wilde Zeiten. Hab die Rebellen um Verstärkung gebeten. Ich hole nochmal alle Verstärkung, die ich kriegen kann. Beste. Nein, ich komme nicht ran. Nein. Jungs, lasst mal gönnt. Ich muss ins Haus. Werden ja auch viele. Alter, was soll ich tun? Ich kann ja nichts, ich kann ja kaum was machen. No! Ich muss lernen, meine Waffen zu wechseln. Okay, warte mal, den Schalldämpfer kann ich hier runternehmen. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Na, scheiße, Dudes, wollt ihr mir kurz helfen? Komm auf Ehre. Oh, ich dachte kurz, ich müsste niesen, aber ich musste nicht. Scheiße, Heli. Vorsicht! Alter, das ist Granate! Das ist gerade echt ungünstig, ne? Nein! Durch. Ah, da gucken wir auf die Karte, wie viele Dudes hier sind.
Ich scheiße, ich muss nachladen. Scheiße, Jungs. Hab die Rebellen gebeten, uns zu helfen. Ich habe keine Granaten, ich kann nichts machen. Granate, Vorsicht! Granate, Granate! Heli, in den Staub. Alter, hier kann ich an ihr, kann ich kaum was machen. Ich bin ja, ich bin hier total ausgeliefert. Ich bin total ausgeliefert. Ich muss weiter zum Anfang. Ich muss weg. So. Okay, ich glaube, hier bin ich halbwegs in Sicherheit. Oh, Alter, super stressig, ne?